Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autofuri.de. Wie ihr schon seht, heute wird es extrem sportlich mit dem Lexus RCF. Allerdings, wer genau hinblickt, der wird erkennen, dass es nicht der gewöhnliche RCF ist, sondern die Top-Ausstattung mit Carbon. Das Design von Lexus ist immer etwas expressiver, etwas unkonventionell, wie man so möchte. Und der RC macht da natürlich keine Ausnahme. Lange Schnauze, viele Kanten, viele Ecken. Hier dieses zackige LED-Tagfahrlicht, das zeichnet Lexus aus. Was dieses Modell auch auszeichnet, ist nicht unbedingt der Motor, der ist ja bei allen gleich, sondern die Motorhaube, das Dach und der Heckflügel. Denn die sind aus Carbon und sie sehen nicht nur so aus, als ob sie aus Carbon wären. Sie sind wirklich aus Carbon, sparen im Vergleich zu den normalen Bauteilen insgesamt 9,5 Kilogramm ein. Ihr müsst mir jetzt leider einfach mal glauben, diese Motorhaube, die fühlt sich schon sehr, sehr, sehr leicht an. Und ja, man sieht es auch hier innen, das ist wirklich Carbon, da ist nicht irgendwie gepusht. Das ist wirklich ein leichteres Bauteil als das normale Bauteil. Hier steckt der 5 Liter V8 drunter, Saugmotor, kein Turbo, kein Kompressor. 477 PS bei einer Maximaldrehzahl von 7300 Umdrehungen pro Minute. Das ist in vielerlei Hinsicht deutlich mehr als beim ISF davor. Der hatte 54 PS weniger und auch die Drehzahl ist so ein bisschen angehoben worden. Die etwas andere Designsprache des Lexus geht auch am Heck weiter. Das heißt, wir haben hier diese sehr, sehr, sehr ausdrucksstarken Rückleuchten. Und nicht nur das, hier hinten ist auch nochmal so ein richtiger Haken drin, um das Heck noch breiter zu machen. Und die insgesamt 4 Auspuffrohre sind so ein bisschen schräg übereinander angeordnet. Das ist auch was, was den Lexus von anderen sportlichen Coupés abhebt. Der Lexus RCF in der Fassung Carbon ist zwar 9,5 Kilogramm leichter als die anderen Modelle, allerdings mit 1,8 Tonnen ist er immer noch ein bisschen schwerer als beispielsweise ein BMW M4, liegt aber auf derselben Gewichtsschiene wie etwa das neue Mercedes AMG C63 S Coupé. Sein Motor im alten Stil, also ohne Kompressor, ohne Aufladung, ohne Turbo, ohne irgendetwas, ist natürlich schon was ganz Feines, denn man kann wirklich mit dem Pedal quasi genau steuern, was passiert. Wir müssen nicht warten, bis der Ladedruck oder sonst irgendwas da ist, sondern die Leistung kommt einfach so, wie die Drehzahl steht. Das heißt allerdings auch, wenn man Leistungen abrufen möchte, muss man sich schon oberhalb von 5000 Umdrehungen bewegen. Denn unten raus passiert relativ wenig und wenn er dann mal über 5, so bei 6 ankommt, dann kommt endlich mal so der Knall und es geht richtig vorwärts. Was mir im RCF Carbon so gar nicht gefallen will, ist der Soundaktuator. Der aktiviert sich zusätzlich im Sport- und Sport-Plus-Modus und gibt dabei eine dröhnende Note ab. Man kann das auch nicht abstellen, indem man die Audioanlage ausstellt. Man kann es nur abstellen, indem man nicht in den Modi Sport- und Sport-Plus wechselt, das heißt Eco oder Normal fährt. Das Problem für mich dabei ist, dass er nicht so kontinuierlich etwas Klang dazu gibt, sondern einfach bei 4000 Umdrehungen plötzlich so bam reinschaltet und es dröhnt plötzlich wirklich 50% lauter, als eigentlich der Motor das hergeben würde. Den RCF kann man ab 74.900 Euro bekommen. Wenn wir jetzt so wie hier in Carbon und noch nicht Vollausstattung, dann zahlen wir knapp 88.000 Euro. Ist immer noch voll vertretbar, denn vergleichbare M4 oder eben das neue C63 S Coupé kostet auf jeden Fall mehr Geld. Man ist damit auch ein bisschen individueller unterwegs, denn so viele RCF gibt es eigentlich in Deutschland nicht. Im direkten Vergleich ist er allerdings nicht ganz so sportlich wie seine deutsche Konkurrenz. Samt Michelin Pilot Supersport, samt stark zupackender Bremsanlage ist dieses Modell eigentlich gemacht für die Rennstrecke. Man kann ihn auch ganz normal, gewöhnlich im Alltag bewegen. Allerdings freut sich so ein sportliches Coupé natürlich auch hin und wieder über einen Ausflug auf die Rennstrecke. Und da gehört er eigentlich auch hin. Also wenn man ihn primär nur in der Stadt bewegen will, dann ist das definitiv das falsche Auto für einen.